Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Diesmal bin ich in Abu Dhabi gefahren. Wie es rennen wird, seht ihr nach dem Intro. Bisschen überstören wir noch im dritten Sektor drin. Bin ich über einen Curb geslidet. Da liegt immer noch der Reifen knapp neben der Jagd. Naja, ich hab's gesehen. Aber ein Zehntel bisher. Zwei Zehntel. Oh. Sehr ich schön. Hab zu spät Gas gegeben. Jetzt nach links am besten. Oh. War noch halbwegs akzeptabel. War wunderbar. Und jetzt hätte ich auf eine Hot Dip hinter dir. Einmal stark bremsen und ein Problem weniger. Ja. Zweiter Schnellste. Oh, und der dreht's. Oh, holy shit. Der ist auf den Curb. Überstand bekommen, gegengelenkt und einfach frontal Richtung Wand gefahren. Schieß. Aber halt hätte noch abbremsen können. Also wirklich. Auf eine Millisekunde ist anstatt Richtung Strecke einfach Richtung Wand gestanden. Let's go! Let's go! Oh, ich muss mich so konzentrieren. Unterwegs. Dino kann sich noch nach vorne kämpfen von der 7. Bin jetzt noch auf, immer noch oh. Auf der 9 und. Spin. Egal, hast du trotzdem normalerweise. Ja. Ja, ich hab's auch so in der Art ungefähr. 0,4. Passt. Good luck, also, good luck. So, rein geht's ins Rennen, Abu Dhabi. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, denn gute jetzt Start wird's nochmal richtig spannend. Auch nächstes Video. Es geht natürlich um die WM. Und ich habe einen ganz guten Start und kann oh, P1 auch erstmal für mich behalten. Oh, Flügelschaden, let's go. Ich wurde gesandwiched. Ah ja, geil. Mach Clip. Jo, dann gleich mal die Fastest Lap geholt, dann hatte Maxi die, die dann hatte ich die, dann hatte wieder safety, irgendwer safety, anders safety, sie. Safety, 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 safety. So, Safety Car jetzt. Strong für dich, strong für dich. Genau. Mach den Reset wie ich, Gas antäuschen, warten bis der hinten auch Gas gibt und anschließt. Okay, warte mal. Gut, ich hab's nicht ganz so gemacht. Wow, ich aber kann einfach kein Gas sagst geben. Sagst du mir Bescheid? Jetzt. Okay. War ich schlecht, war eigentlich schlecht gemacht. Ich habe jetzt. Na wohl, geht eigentlich. Maxi hat ein bisschen gut gelungen. Ich greife schon einigermaßen gut. Oh Mann, du kommst gar nicht zum Rennen fahren. Du musst einfach nur klippen nee. Gefühlt. Und Maxi irgendwann dreht sich jetzt. Irgendwer hat sich hinten abgeschossen. Eigentlich hätte ich eigentlich hat sich Maxi nur gedreht. Machen wir die Aufnahme an. Da muss ich hier nicht immer fühlen. Alles wir gemeinsam. Ach, wir haben zwar durch unsere Fight wieder 3 Sekunden nach vorne verloren, aber. Erste Warning da, oh, Tom der Stelle. Genau, wie ich es gesagt habe. Ich habe so ein leichtes Gefühl, ja, Tom macht einen Undercut. 2 Runden Undercut sogar. Sehr früh, wo Tom rein ist. Jetzt habe ich hier mal das Ganze gestummt, weil da sehr viel Gerede war und ich will zwar hier ein bisschen reden. Auf jeden Fall, ich gehe hier in die Box. Hard Medium natürlich, meine Strat. Geh da rein, hab natürlich auf Toms Undercut reagiert. Und ja, hier lief alles optimal. Jetzt ist natürlich die Ausfahrt die eine ganz schlimme hier in Abu Dhabi. Und ja, jetzt müssen wir da auch nochmal ganz kurz gucken. Jetzt geht der Ton auch gleich dann wieder an. Auf jeden Fall hier sind wir gut durchgekommen. Und wenn er am Ende wirklich auch recht hat, dass das sein letzter, dass da kein Kopf. Der Tomate ist direkt neben ich uns. Ich weiß nicht, warum er es einfach nicht geschickt hat. Und es war ziemlich knapp. Wenn er's, ich habe ihn da gar nicht richtig bemerkt. Mit Absicht gemacht hat, dann würde ich mal sagen, appreciate the try. Better try next time. Ich hab eigentlich DRS angedrückt, aber es war nicht. Jetzt mal gucken, harte Tomate hat natürlich das DRS. Ich weiß nicht, ob er gedrückt hat, aber er kommt hier noch nicht vorbei. Boah. Reifen natürlich noch extrem kalt. Aber was heißt wir haben jetzt extrem zusammen sogar schon den einen 3 Sekunden eingeholt und der ist jetzt schon in unserem Blickfeld. Jetzt war er auf jeden Fall weg. Ich hab den Anschluss verloren, ich hab den Anschluss verloren, verdammt. Dino und alle jetzt in der Box.
Okay, Dino habe ich easy. Beziehungsweise ein paar sind noch draußen geblieben. So, Hilko, der letzte von den Top-Leuten. Er dreht sich, er dreht sich. Ich bin Erster, ich bin Erster, ich bin Erster. 1, 2. Sehr schöner Anblick. Ich kenne nochmal das DRS von dir. Ah ne, ich war zu stark, weit. Dass ich es zweimal gesagt habe. Aber auf der zweiten Straight habe ich es dann. Ja, hast du. Ich ignoriert mein Kaugummi, ich kaue ab und zu. Diese Runde denke ich rein. Oder ich ziehe dich noch eine Runde. Ist ein bisschen goofy, ja. Ich glaube, ich komme eh schon vorher dann vorbei. Ja, glaube ich auch. Dass du jetzt sogar nach der Geraden schon vorbei bist. Ich habe echt miese Reifen schon. Ja, ich gehe diese Runde rein lieber. Ich gehe am Ende dann links. Mhm. Und ich habe entschlossen, einfach nach links zu gehen. Gut. Hatte zwar eine bisschen schlechtere Linie, aber es ging eigentlich noch. Ganz easy. Ja. Für meine 10% minus. Naja, also mit dir ist es jetzt equal ungefähr. Let's go! Glückwunsch! Kurz vor der jetzt! Aber wo ich jetzt wäre, ohne dem Anfangskack. Und guck mal, jetzt ist da ein geiler Bug. Er wird mir 100-mal angezeigt. Stehen wird ohne den Kack. Das ist ja in der Box, ist also wirklich. Auf jeden Fall weit vorne. Richtig geil. Ja. Da war der Terror dann auch mal vorbei. Bei mir so grob 80 Grad. Und jetzt kommen hier 20-21. Kann schon wieder kein Gas geben. Richtung Schluss ist Maxi nochmal dran, also Safety Car hat mir eigentlich gar nicht gepasst. Niklas Durchfahrtsstrafe. Muss noch langsamer machen, weil das Safety Car erst zur vorletzten Kurve hinfährt. Ja. So, Benzin habe ich auch. Alter, das ist ja hier fast Hamilton Verstappen, wie sich Maxi daneben möchte. Da sage ich es auch nochmal. Und ich gebe jetzt schon Gas. Hab Gas. Und habe ihn damit, glaube ich, auch ein bisschen verwirrt. Hab's leider. Oder gleich 6 Stunden hinter mir. Alles gut. Ja, und erste Kurve geht auch alles gut. Oh mein Gott. Aber jetzt nicht! Ich rutsche hier rum. Und hier habe ich dann auch kein Vertrauen gehabt, war dann natürlich nicht voll auf dem Gas. Maxi kommt dran. Oh, Maxi war jetzt nah dran, nah dran. Und das ist natürlich gar nicht gut. Hier habe ich aber nochmal einen guten Exit, er anscheinend nicht so guten. Während wir jetzt schon in Runde 27 sind, Maxi fast das Auto verliert. Jetzt kommt Hyko daran und die fighten jetzt auch in den nächsten Runden. Also Hyko war da auch stark und er wird so auch in den letzten Runden nochmal sehr präsent sein. Und deswegen werde ich jetzt gleich auch etwas lauter werden müssen, auf jeden Fall. Hyko ist jetzt schon um 15. ungefähr ran, hat auf der Geraden richtig aufgeholt. Ich jetzt vielleicht noch den Platz auf Tom. Die letzte Runde ist jetzt ankert. Ja, ich wäre bei Tom im 3-Sekunden-Fenster gewesen und jetzt kommt er und fightet mit mir. Achso, ja, okay. Das ist das Team. Und der hat 6 Sekunden. Ach stimmt, der ist ja der Mercedes in der Teams. Mhm. Ja, ist okay. Das wäre mir jetzt ein bisschen ärgerlich, dass er von hinten angestimmt kommt. So, jetzt geht's in die letzte Runde. Und Hiko ist immer noch nah dran und ich habe kaum ERS mehr, er aber auch nicht. Das hat man im Stream gesehen. Den schlechten Softs von Harte Tomate so sehr, dass ich noch leicht verbremst in Turn 1 und hier bin ich jetzt fast full gegangen. Habe ich ein bisschen mehr riskiert wie sonst immer, obwohl man da glaube ich sowieso full gehen kann, aber ich war mir mit dem Setup nicht ganz sicher. Grüße gehen raus an Lorb, Setup hat im Rennen dann doch ziemlich gut funktioniert. Und ja, jetzt hat Hiko das DRS und er kommt immer und immer näher ran. Es wird aber noch nicht reichen, aber er hat noch eine Gerade. Und hier schnaufe ich auch schon, ja, richtig durch. Das war wirklich, das war insane. Jetzt hat Hiko einen besseren Exit. Er hat es der, ich drück alles raus, was ich habe. Ich bin hier links auf dem türkisen Streifen. Ich konnte nirgendwo anders hin. Noch bin ich safe. Letzter Sektor kann er doch eigentlich nicht überholen, aber Hiko, er macht immer seine Hiko-Dive-Bombs oder so. Oh mein Gott, ob Hiko! Auch bei mir machen wird, ich weiß nicht. Woher hast du die Pace? Und er sticht Hiko rein! Nein! Nein! Hiko, nein! Und nochmal! Er sticht nochmal rein, er ist neben mir! Scheiß! Jetzt aber nicht mehr!
Holy shit! Holy shit, du hinderst mich nicht am dritten Sieg! Let's go! Let's go! Der hat sich in den letzten Kurven noch gedreht, also hat sich das Ganze nicht mehr gelohnt. Oh, Platz 6, Junge. Platz 5, stimmt, sorry. Let's go, Erster und Fünfter, auch noch Erster in der Konstrukteurs-WM. Spannender als ganze F1-Season in diesen zweiten Sektoren, ja. Oh mein Gott, das war so geisteskrank. Also wirklich, richtig geisteskrank. Hier sehen wir einmal die Fahrer-WM. Ich bin mit fucking 32 Punkten Erster gerade und laut Wunschlosesberechnungen müsste ich, wenn ich nächstes Rennen mit Fastest Lap gewinne, auch wenn Dino Zweiter ist, schon Weltmeister sein. Das heißt, lasst ein Like da, subscribed, um dieses krasse, diese krassen zwei Rennen nicht zu verpassen. Also es wird insane. Saudi-Arabien und Bahrain kommen jetzt noch. Und jetzt haben wir auch gleich mal einen kurzen Blick auf die Team-WM hier. Da ist McLaren jetzt auch ganz vorne mit 31 Punkten Abstand. Und eigentlich sollten wir das auch holen, aber natürlich wird Red Bull auch angreifen können. Jetzt kommen noch die Podiumsinterviews plus Hykus Interview, weil das auch ganz gut dazu passt, weil er angegriffen hat. Und ja, jetzt gönnt euch und habt noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao. Ja, Higo, eigentlich haben wir schon gesehen, dass du im letzten Sektor noch reinhältst. Und es hätte sogar fast geklappt. Ja, allgemein auch Rennen von dir fand ich ziemlich gut. Was denkst du, hättest du Bright Gamer doch noch irgendwie kriegen können? Ja, also Rennen war gut. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass das Safety Car natürlich eine Runde nach meinem Stop rauskam. Dann wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ansonsten haben wir nach dem Stop, also bis dahin war es halt wild, weil Matti ist mir reingefahren, hat mich gespinnt. Waren so ein, zwei Aktionen, die ein bisschen heftig waren. Mal gucken. Und nach dem Stop habe ich halt meinen Reifen eingeteilt, weil ich wusste, wenn Safety Car kommt, habe ich einen kleinen Vorteil. Und ja, dass Maxi den Fehler gemacht hat, war natürlich super. Und ja, das Problem war, dass ich dann zu früh mein ERS ausgedrückt hatte und Bright Gamer mal wieder 0-0 Flügel gefahren ist. Wie auch schon in USA und dann war nämlich vorbei mit Überholen. Ja, dann habe ich im dritten Sektor versucht, ihn in den Fehler zu zwingen. Also kein Pico-Bomb, sondern einfach den Fehler rauszufordern. Aber hat nicht ganz geklappt, aber ist, glaube ich, alles fair abgegangen. Oh, Higo, eigentlich never change the running system, oder? Einfach reinhalten. Ja, toll, da bin ich kurz zum Podiumsinterview hier als Erster und dann Letzter. Toll. Nee, aber trotzdem sehr gutes Rennen, schöne Fights von dir gesehen und ja, der erste, Platz Nummer 1, der Gewinner vom Abu Dhabi Grand Prix, Bright Gamer, ziemlich solides Rennen bis zum zweiten Safety Car eigentlich, dann wurde es nochmal ein bisschen spannend, hast aber auch nochmal bis zum Ende echt spannend gelassen, gerade mit Higo in dem Fight. Hast dann nicht so zugemacht, wolltest du uns noch ein bisschen Rennaction liefern, oder? Ja, natürlich. Ich wollte es nochmal spannender machen wie 2021. Nee, aber ich frage mich echt, wo Higo die Pace auf einmal hergenommen hat. Also ich habe jetzt erst gedacht, dass ich irgendwie noch Maxi, also dass ich da wirklich pushen muss, um ihn hinter mir zu halten. Und dann kam Higo und dann ist er da wirklich reingestochen. Ich habe mir halt gedacht, ja, jetzt lasse ich da nochmal Platz. Und ja, ich hatte wirklich schon Angst, dass der Sieg weg ist, aber gut, also ich weiß auch nicht, die Pace hat ein bisschen nachgelassen nach dem Safety Car. Ich hatte nicht so krass das Vertrauen ins Auto. Es ist auch teilweise manchmal schon gerutscht, auch schon in Quali-Sessions und so. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich das ganze Rennen über sehr krass gepusht. Ich weiß auch nicht, in den ersten paar Runden haben sich auch ein paar Leute weggehauen, ich weiß nicht, was da passiert ist. Das war reines Wreckfest. Ja, okay. Also wie viele in der ersten Runde oder in den ersten drei Runden, sage ich jetzt mal, ineinander gefahren sind oder ja, das war bodenlos eigentlich. Ja, war ein bisschen lustig anzugucken, aber naja. GZ an euch drei für eure Platzierung. Higo jetzt ein bisschen weniger, aber Breakgamer Max ja noch ein WM-Fight. Wir wünschen euch da auf jeden Fall noch viel, viel Erfolg. Holt das Maximum aus euch raus. Finn, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Dortmund hat gerade 1-0 gegen Augsburg gemacht.